Und keine. Ich finde das übrigens auch cool, dass hier ab und an mal einfach Laub vorbeifliegt. Ist zwar hier gerade ein bisschen seltsam, weil hier gar nichts ist. Nur Nadelwald. Aber, ja, aber ich finde so, ich mag so kleine Details irgendwie. Wird dir eine Engine gefallen, wo sogar die Libellen und Fliegen einen Schatten werfen? Dann wundert man sich, warum das Spiel so manchmal so schlecht läuft. Ja, also ganz so krass muss es auch nicht sein, aber ich mag einfach das Auge fürs Detail. Ich finde, das vergessen so viele Spielehersteller manchmal. Ja, Battlefield 4 ist ein gutes Beispiel. Und wie gesagt, ich bin kein Battlefield-Spieler, kann ich nicht mitreden. Ich habe es mir jetzt für die PS4 gekauft und das Spiel ist einfach mal sowas von nicht fertig. Okay. Das ist einfach eine tierische Frechheit. Aber ein Preis wie zwei fertige Spiele. Genau. Oh, EA eben, ne? Gerne, ne? Man macht's ja gerne. Ja. Das ist auch das Dumme. Das ist wirklich das Dumme. Ich red mich dann drüber auf, aber das ist ja auch das Problem heutzutage, ne? Also, was heißt heutzutage? Es gibt keine Demos mehr so richtig. Du kriegst dann irgendwie so eine Beta. Ja. Da siehst du dann auch nichts drin und dann kaufst du das Spiel. Ja, und umtauschen kannst du es auch nicht. Kannst du nicht zu Mediamarkt gehen und sagen, also, das ist ja wohl ein Kackspiel. Hier, bitteschön. Ja. Schade eigentlich, ne? Eigentlich total bescheuert. Weil du zum Beispiel bei Steam mittlerweile tatsächlich Spiele also zurückgeben kannst, wenn du dich entsprechend nervig anstellst. Echt? Ja. Okay. Und bei Good Old Games, bei GOG kannst du es zum Beispiel auch. Die haben eine richtige, da musst du nicht mal rumnerven. Also da kannst du einfach sagen, Spiel läuft nicht, Spiel läuft scheiße, Spiel gefällt mir nicht. Innerhalb von so und so vielen Tagen kannst du es zurückgeben. Ja, ist ja auch, warum sollte es auch nicht gehen, ne? Aber ja, andererseits ist halt so irgendwie so ein, ist ja ein bisschen so ein Konsumgut, ne? Das ist wie jetzt, wenn du einen Film kaufst, guckst und dir zurückgeben würdest, ne? Also im Grunde genommen. Aber ich weiß es nicht. Hier hat er irgendwie bei einem Kaffeemaschine. Obwohl andererseits... Ich hab grad geschossen. Nee? Doch. Du hast geschossen. Ja. Wollte ich nur mal kurz sagen. Battlefield ist jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Spiel, aber ist einfach nicht fertig. Aber das hast du ja immer mehr, also, ja, genau. Also solche Geschichten, dass unfertige Spiele auf den Markt geschmissen werden und dann DLCs hinterhergehauen werden, wo sie das Spiel dann irgendwie so nach und nach fertig kriegen, das hast du ja immer mehr. Ja, und das Schlimme ist ja dann, die verkaufen ein Spiel, das nicht fertig ist, dann im gleichen Atemzug sagen sie, ey, kauf doch gleich für 50 Euro Battlefield Premium oder für 10 Euro noch so ein DLC dazu, den sie einfach aus dem fertigen Spiel abgeschnitten haben, im Grunde genommen. Das ist so frech, ey. Ja. Und das ist einfach, wenn das, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem. Ja, richtig. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Spiel das war, aber bei irgendeinem war es tatsächlich auch so, dass man sich das Ende kaufen musste. Was? Also das musst du dir mal vorstellen, du spielst ein Spiel und kriegst halt den Plot davor gesetzt und denkst dir, ja, alles klar, geil. Und um wirklich das richtige Ende zu erleben, musst du dir ein DLC kaufen. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel das war. Aber Call of Duty gewesen sein oder ein Battlefield oder irgendwie so ein Scheiß. Aber auf kacken Fall, dreist. Ich glaube, wir sehen gerade Devil's Castle, Lars. Hä? Ja. Lars. Also, würde ich mich dann mal festlegen. Seid ihr dann nicht theoretisch bei mir in der Nähe? Ja. Ah, schon. Theoretisch. Wenn das jetzt Devil's Castle Richtung ist. Ja, das muss Devil's Castle sein. So groß, ja. Ja, grob wollten wir schon in deine Richtung. Aber ihr lauft immer noch weiter Richtung Westen. Richtig. Das da ist ganz eindeutig Devil's Castle. Ja. Da war ich letztes noch. Dann lass uns doch da treffen. Ja, lass uns doch da treffen. Senki, komm mal her. Komm mal her jetzt. Komm, beweg mich aus diesem Gebäude hier nicht raus. Er steht da noch und tanzt. Der Server ist übrigens ein gutes Stückchen leerer geworden. Keine Ahnung. Ich weiß auch irgendwie, seit ich die Standalone spiele, habe ich einmal jemanden getroffen irgendwie. Na, ich wurde tatsächlich mal von so einer Vierergruppe Russen überfallen. Der gemeine Russe greift ja immer im Viererrudel. das Fiese war, ich hatte zwar eine M4, aber leider kein Magazin bzw. keine Munition dafür. Und hab wohl einen von denen gesehen und dachte von wegen, hör, den troll ich jetzt und versteck mich da vor ihm. Leider hatten mich einer seiner anderen drei Freunde dann da gesehen. Und dann haben die mich da also halbwegs gefangen genommen und meinen von wegen, sing ein Lied für uns und all so ein Scheiß. Hab mich so ein Kalinka.
Ich habe mich da einfach hingesetzt und mir gedacht, macht mal, ich gehe mal AFK. Und als ich wiederkam, war ich dann tot. Es tut mir echt leid, ich kann hier nicht spielen. Ich krieg bei jedem Geräusch einen Herzinfarkt. Das kann ich echt nicht machen. Sonst kann ich gleich echt nicht schlafen. Ich höre jetzt auf. Oh. Come on. Schön. Finde ich irgendwie lustig. Senki, bist du auch so aufgeregt? Es geht um so ein scheiß Spiel und ich sitze hier und habe echt... Ich muss dann immer so tierisch pinkeln. Ich wette, du lockst dich heute noch 2-3 Mal ein und denkst so, guckst auf die Tür und denkst so, mach ich die jetzt auf? Stell dir um 4 Uhr einen Wecker, dann ist auf den deutschen Server nicht mehr so viel los, dann kannst du da rauslaufen. Bricht er sich das Bein, weil er über die Türschwelle stolpert. Ich sag mal so, ne? Ja. Da kam jetzt irgendwie nichts. Nö. Schade, wir haben nur das Erd gehört. Oh, ich sehe euch. Du willst noch fahren, das ist mein Motto, oder was wolltest du dann machen? Ja. Mensch, ich dachte, das wärt ihr gewesen. Ne, wir kommen gerade durch den Wald. Sind aber schon recht nah dran. Warte, ich schieße jetzt mal eben und den Zombie kaputt. Und dann hört ihr mich vielleicht oder auch nicht. Ah, zu weit weg. Warte. Ach, Zaun, unsichtbarer Zaun. Ja, so, Kinder, ich bin mal raus, Leute. Ja, ja, pass noch. Tschüss. 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 User disconnected from your channel. Hört? Nee. Warte. Jetzt? Obwohl wir schon recht dicht dran sind. Devil's Castle oder was? Ja, wir sind da jetzt gleich drin. Ernsthaft? So nah, so. Achso. Wir sind da. Ja. Im Grunde genommen. Ja. So weit bin ich nicht. Hier ist ein Zombie. Achso, ich dachte, du bist schon da oben. Nee, nee. Oh man, Third Person hauen geht ja mal gar nicht. Also ich spiele echt nie in Ego-Perspektive, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Kämpfe bewältige ich schon durchaus da drin, also Nahkämpfe. Echt? Das kann ich nicht. Ja, ich kann das auch irgendwie nicht. Nehme mir den Überblick. Du kannst ja auch dein Field of View, also dein Dings, ne? Hey, ich weiß, was das ist. Es werden ja auch First-Person-Only-Server werden ja auch veröffentlicht jetzt demnächst. Hab ich schon gesehen, also war ich auch schon drauf. Fand ich aber sehr schrecklich, weil man echt Kopfschmerzen bekommt, wenn man das eine Weile so spielt. Ja. Also das ist echt nicht schön. So, ich stehe da mal so mitten in dem Castle. Ich spiel mal gern zweite Person Plural. Hey. Kommt schon wieder ein Zombie, das gibt's ja nicht. Müssten eigentlich so Mittelalter-Zombies rumrennen. Los. Ja, wäre doch lustig. Ah, jetzt, ja. ist das jetzt Devil's Castle? Also, wir sind da. Was? Siehst du schon? Siehst du gerade was? Ja. Okay. Ich hocke hier. Das ist echt lauter als Lars-Schüsse. Ich hocke hier gerade in der Ecke, du bist gerade mir vorbeigelaufen, ne? Aber ich sehe das Schloss jetzt wenigstens. Guck mal, ob ich dich von oben sehen kann. Welchem Turm bist du? Auf den höchsten. Das ist der Turm, den ich nicht gehen werde. Oh, ich verhungere. Moment mal kurz. Geil, ich habe gerade 30 Frames. What the fuck? Ich bin begeistert, Spiel. Ich weiß gar nicht, wie viele Frames ich habe. Na, ich sehe das durch das Aufnahmeprogramm gerade. Ich hab, aber ich nehme auch nicht auf. Also ich sehe Lars gerade nicht. Ja, ich bin auch noch recht weit weg. Das sind bestimmt noch 500 Meter. Ich laufe hier gerade so an der Mauer rum. Auf dem Feld und zwar in Richtung... Moment. Ich habe immer noch keinen Kompass, Lars, aber dankeschön. Okay. Richtung da, wo ihr hergekommen seid, also Osten. Okay. Aber es sind bestimmt noch 600 Meter, 700 vielleicht sogar. Wenn du dich auf offenem Feld bewegst, dann kann man das eigentlich gut sehen. Schauen wir mal. Ich bin auch so hinter Baumreihen immer wieder, also. Hast du auch ein Fernrohr? Achso, du hast das Kork.
Beispiel. Würde mich interessieren, weil wenn ich jetzt theoretisch in eure Richtung schieße, schösse, ob ich dann mit dem richtigen Zeroing theoretisch treffen würde. Also was heißt treffen oder ob der Schuss bei euch ankommen würde. Das, ich denke schon, dass es hier so ist. Eigentlich ist das realistisch genug, ne? Obwohl, ja, die M4, die geht nur bis 300, also... Ach, ich sehe sogar schon Greschino von hier aus. Ganz oben. Ich sitze hier tatsächlich gerade und scoute irgendwie, aber ich sehe dich gar nicht. Ich weiß sogar gar nicht so ganz genau, ob ich überhaupt in die richtige Richtung gucke. Ehrlich gesagt. Wo bist du denn gerade? Guck nach Osten. Ja, ich zieh den Kompass nochmal eben. Genau aus Osten. Ja, ich guck auch genau auf Osten. Guck mal nach ganz leicht Nordosten, aber nur ganz, ganz leicht. So ein Grad oder so, keine Ahnung. Ja, kann sein, dass da genau gerade der Baum vor ist. Liegen da so tolle Steine mitten im Weg? Oder sind das Steine? Ich kann es gar nicht genau erkennen. Oder sind das Heuballen? Ich weiß es nicht. Heuballen, ja. Tja, wo ist er denn? Vielleicht treffe ich ihn ja. Gleich da. Gleich da schon. Ach, gleich da. Ich guck hier so weit in die Ferne gerade. Brauchst du gar nicht mehr. Sind jetzt 300 Meter noch. Ah, da unten rennt ein Zombie. Oh. Ah, ne, doch nicht. Rennt nicht, sondern stolpert den Berg runter. Ich glaube, ich sehe einen von euch. Ich sitze hier halt gerade so auf dem... vor dem Baum. Vor der Birke, würde ich schätzen. Bist du denn noch wieder im... Jetzt rennt da ein Zombie unten. Jetzt könnt ihr mich nicht mehr sehen, jetzt laufe ich in den Wald rein. Zu dir rennt ein Zombie, Christian. Hä? Ja, pass auf, Frau. 3, 2, 1, da ist er. Oh lol. Oh lol. Puff. Das hast du gehört, ne? Ja. Ich nicht. Okay. Interessant. So verbuggt der ganze Scheiß hier. Aber den Zombie habe ich auch erst gehört, als du bei 2 warst, quasi. Ah, jetzt sehe ich auch Lars. Dem Lars. Hallo. Hallo. Ja, da ist er. Und der backt schon wieder so geil. Siehst du den Mittelfinger über diese Holz? Ehrlich gesagt, nein, aber stimmt gleich. Oh, ist das langsam. Ah, lauf schnell. Senki, der Feigling, ey. Das ist ein Vogel. Hallo. Brauchst du dich hinter dem Busch verstecken? Ah, ja, hallo. So. Du hast schon wieder diesen fiesen Waffenwechsel-Bug. Du auch. Echt? Packst gerade deinen Kompass weg seit einer Minute wahrscheinlich. Ja, das ist wichtig. Da muss man immer mal wieder drauf gucken. So. Wer weiß, ob sich da was tut. Hey, Henrik, guck mal, was ich für eine tolle Pistole habe hier. Jo. Jo. Toll. Ja. Ja, du mich auch. Nein. Nein. Oh. WoW würde ich jetzt / Golf Clap eingeben. Hui. 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 Okay. Ja. Und jetzt? Jetzt haben wir schon mal 2 Schlösser erkundet. Ah. Ich schieße. Ja, ah, ich kann da nicht drüber schießen. Ganz schön Sightseeing gemacht hier heute. Ja. Alter, was ist denn los? Wie viele... Achso, will doch einer ein Magazin von euch haben? Ich hab ja noch eins. Für die M1? M4? Warte, ich guck mal, was das für eine war. Weiß ich gar nicht mehr. Ich hab genug, glaube ich. 556. Ja. Wie viel sind da drin? 20? 30. Okay, ich nehme auf jeden Fall eins, ja. Also, ich hab ein Magazin, ich weiß nicht.
Ist das eins oder sind das mehrere? Ich bin mir nicht sicher. Ich schmeiß sie einfach mal hier hin.